Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um Prüfis. Prüfidentifikatoren. Prüfis sind ein Begriff, den ihr vielleicht schon mal bei unseren Videos rund um Edifact gehört habt oder eben ansonsten natürlich aus eurer direkten Arbeit bei einem Energieunternehmen. Ihr wendet dort nämlich im Stadtwerk, im Energiekonzern, im Netzbetreiber oder wo auch immer Edifact als die Art von Kommunikation an, die eben hier in Deutschland in der Energiewirtschaft auch vorgegeben ist. Und zwar EDI@Energy. Dort finden sich ja verschiedenste Nachrichtenformate für Lieferantenwechsel, für Standardänderungen, für Abrechnungen, für Energiemengen, Zählerstände, für diverse Statusmeldungen und so weiter. Und genau dazu habe ich ja kürzlich ein Video veröffentlicht, weil es diverse Änderungen zum 1. April 2021 geben wird in eben fast zwei Dutzend diversen Vorgaben, vor allem Anwendungshandbüchern eben rund um diese Edifact-Formate. Eine bestimmte Änderung wird es nämlich auch für die Prüfidentifikatoren dort geben, nämlich für das Dokument namens Anwendungsübersicht der Prüfidentifikatoren. Und genau darauf möchte ich heute mal eingehen. Was sind denn diese Prüfis überhaupt und wie wendet man die genauer an? Als erstes möchte ich erstmal in die Definitionen gehen der Prüfis in dem Dokument Allgemeine Festlegungen zu EDI@Energy. Dort steht Prüfidentifikator, Doppelpunkt, Prüfidentifikator des Anwendungsfalls. Okay, das ist nicht ganz hilfreich. Ich versuche es mal ein bisschen ausführlicher darzustellen. Ein Prüfidentifikator ist eine fünfstellige Zahlenreihenfolge, die eindeutig wiedergibt, was für eine Art von Nachricht das es gerade ist, die wir lesen. Die steht immer zu Beginn einer Nachricht im Nachrichtenkopf und gibt eben genau da, was für eine Art von Stammdatenänderung oder eben Zählerstandsübertragung, Rechnung, Lieferantenwechselnachricht, das jetzt genau ist, die eben folgt. Und es gibt tausende verschiedene Arten von Nachrichten, die in der deutschen Energiewirtschaft angewendet werden. Und der Prüfi ist eben eine eindeutige Bezeichnung für genau die eine Nachricht, die wir jetzt gerade hier vor uns liegen haben. Wir gehen nachher mal ein bisschen in die Liste rein. Dieser Prüfidentifikator ist also für genau zwei Anwendungsfälle unentbehrlich. Einerseits, wenn wir als Menschen nachschauen müssen, was für eine Art von Edifact-Nachricht ist das jetzt gerade, die wir hier vor uns liegen haben. Zum Beispiel, weil die nicht automatisiert erkannt werden konnte vom IT-System und jetzt muss ein Mensch mal drüber gucken und sagen, löschen oder nochmal neu einspielen oder was auch immer. Und dann steht am Anfang dieser Nachricht, im Nachrichtenkopf, eben tatsächlich der Prüfidentifikator, diese fünf Ziffern, die aneinander gereiht sind. Das ist auch ganz markant, wenn man in diese kryptische Nachricht reinschaut. Dann findet man ganz am Anfang eben diese fünf Zahlen, die hintereinander stehen. Und dann weiß man, ah, okay, das ist jetzt eine Standardänderung vom Netzbetreiber zum Beispiel. Und dann weiß man eben auch, was erwartet man für weitere Inhalte in dieser Nachricht. Oder man weiß eben, wie man die jetzt in das entsprechende IT-System einspielen müsste. Der Hauptanwendungszweck ist aber natürlich, dass ein IT-System das vollautomatisiert jetzt erkennt und eben sieht, okay, am Anfang steht dieser Prüfidentifikator für die Stammdatenänderungen vom Netzbetreiber und dann kann das IT-System vollautomatisiert den entsprechenden Aufbau dieser Nachricht, der ja immer gleich sein muss, der ist ja vorgegeben, interpretieren und die Inhalte der Nachricht tatsächlich problemlos in das IT-System übersetzen und praktisch in die richtigen Stammdatenfelder eben übertragen. Das ist so der hauptsächliche Anwendungszweck, eben um zu identifizieren, was für eine Art von Nachricht ist das denn jetzt gerade, die wir hier herumschicken. Es gibt dafür eben ein Dokument namens Anwendungsübersicht der Prüfidentifikatoren und zum 01.04.2021 wird dieses Dokument in die Version 1.4 übergehen und ist jetzt gerade zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos Mitte August auch noch zur Konsultation. Das heißt, man kann auch noch dazu sagen, da gibt es Fehler oder da gibt es Anpassungen, die noch gemacht werden müssten. Wenn man dann in diese Datei geht, ich werde euch da hier jetzt mal einblenden, dann seht ihr erstmal, die sind drei große Teile unterschieden. Einerseits klar erstmal eine Einleitung, dann tatsächlich die Tabelle der Prüfidentifikatoren, die eben tatsächlich dann sehr, sehr ausführlich ist. Das sind ja insgesamt hier in diesem Dokument, wie viele Seiten? Das sind 90 Seiten und da sind die meisten davon einfach nur eine Tabelle mit den einzelnen Prüfis. Danach gibt es die Tupelübersicht und danach noch die Änderungshistorie. Zur Tupelübersicht möchte ich auch nur zitieren aus den Allgemeinfestlegungen von EDI@Energy.
Nachfolgend wird auf die Inhalte einzelner Spalten der Tabelle eingegangen. Auf eine Erläuterung der Inhalte der Tabelle Tupelübersicht wird verzichtet, da diese selbsterklärend sind. Und wenn man dann nochmal genauer in die Erklärung in der Anwendungsübersicht der Prüfis geht, dann steht da, in der Tupelübersicht sind die Tupelkennzeichnungen der einzelnen Tupeln zugeordnet. Ich werde vielleicht mal noch ein eigenes Video zu dem Thema machen. Tupel sind in der Informationstechnik, also in der Informatik, schlussendlich Datenreihen, Datenfolgen, bestimmte Datenzusammenhänge, die eben hier in irgendeiner Form gemeinsam verwendet werden. Aber diese Beschreibung, die ich hier gerade zitiert habe, zeigt auch mal wieder sehr genau, warum es notwendig ist, sowas zu machen wie, ja, was wir hier gerade tun. Auf diese nicht besonders einfachen Erklärungen und nicht besonders benutzerfreundlichen Erklärungen mal genauer einzugehen und die mal zu versuchen auseinanderzufriemeln. Wenn man jetzt aber tatsächlich mal reingeht in diese eigentlichen Tabellen, dann sieht man dort also wirklich Unmengen an Angaben verschiedenster Arten von Nachrichten, die eben geschickt werden könnten, die immer jeweils einen Prüfidentifikator haben. Zum Beispiel ganz am Anfang der allererste Eintrag ist der Prüfidentifikator 11020 und das ist eine Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste im Bereich von GEDI Gas. Also im Bereich von Gas, Stammdatenübertragung in dem Fall für eine Zuordnungsliste, was ja praktisch eine Art von Kundenliste mit bestimmten bilanzierungsrelevanten Stammdaten ist, wie eben zum Beispiel eine Verbrauchsprognose und solchen Dingen. Die stehen auf der Zuordnungsliste, müssen hin und her geschickt werden, in dem Fall zwischen Lieferant und Netzbetreiber und müssen eben abgeglichen werden. Und das System des Netzbetreibers, was diese Nachricht eben erhält, erkennt gleich ganz am Anfang dieser Nachricht den Prüfidentifikator 11020 und weiß, es handelt sich jetzt um eine Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste. Und genau so ist eben diese Logik aufgebaut. Wenn wir einfach mal weiter runter scrollen in diverse andere Bereiche, dann haben wir irgendwann zum Beispiel die Kategorie WIM, also Wechselprozesse im Messwesen. Dann haben wir zum Beispiel erstmal WIM Gas, aber dann auch WIM Strom. Da muss man ganz schön lange scrollen, weil es über 30 Seiten ja allein im Gasbereich schon sind, 35 Seiten Gasbereich. Und im Bereich von WIM Strom haben wir dann zum Beispiel den Prüfidentifikator 11043 und das ist eine Bestätigung der Anmeldung des Messstellenbetreibers. Und das ist praktisch die Nachricht, die eben kommt, wenn ein Messstellenbetreiber sich irgendwo für eine Messlokation als zuständig angemeldet hatte, weil er einen Vertrag vom Kunden bekommen hat, dann bekommt er vom Netzbetreiber die Bestätigung und das ist genau diese Meldung, die ich hier gerade erwähnt habe. Und genauso geht es eben weiter. Bestimmte andere Nachrichten haben dann eben zum Beispiel den Prüfi, nehmen wir mal an, 31001 im Bereich GPKE, das ist eine Abschlagsrechnung im Bereich der Netznutzungsabrechnung. So, und damit ist eben, denke ich, ganz gut erklärt, was die Logik dahinter ist. Wir haben immer so eine fünfstellige Zahlenreihenfolge, die eben genau beschreibt, was für eine Art von Nachricht ist das jetzt, die wir hier lesen. Und jetzt kommt ja das Spannende. Im IT-System, was eben bei einem energiewirtschaftlichen Unternehmen angewendet wird, wird ja jetzt interpretiert, okay, die 31001, das ist jetzt also eine Abschlagsrechnung für die Netznutzungsabrechnung. Das ist also der monatliche Abschlag, der jetzt hier entsprechend auch gezahlt werden soll. Der wird vom Netzbetreiber an den Lieferanten geschickt. Das System vom Lieferanten bekommt jetzt also diese Meldung rein, 31001, und weiß jetzt, wie diese Nachricht im Weiteren aufgebaut sein muss. Und kann es eben sagen, okay, in dem bestimmten Datensegment so und so erwarte ich jetzt folgenden Inhalt. Und jetzt muss ja in dieser Nachricht genau dieser Inhalt auch stehen, weil ja diese Nachrichten vorgegeben sind von EDI at Energy. Und dementsprechend kann man hier eine Schablone drüber legen und kann eben sagen, okay, in genau diesem Segment muss jetzt folgendes stehen. Und was da drin steht, kopiere ich jetzt praktisch in mein IT-System in ein bestimmtes Stammdatenfeld. Und dann kann ich das als Sachbearbeiter nochmal prüfen, beziehungsweise es läuft eben vollautomatisch in dem Fall wahrscheinlich sogar durch, weil es eine Abschlagsrechnung ist, die sagt halt, ein Kunde mit 3000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, der muss halt im Monat vom Lieferanten einen Abschlag von 20 € oder was auch immer gezahlt werden, wahrscheinlich ein bisschen mehr und dementsprechend ein ganzes gutes Stück wahrscheinlich mehr. Und dann wird dementsprechend hier eine komplett vollautomatische Prüfung drüber laufen können, weil der Prüfidentifikator eben ganz am Anfang gesagt hat, diese Art von Nachricht erwarten wir jetzt. Das ist eigentlich auch schon der Sinn von den Prüfis, eben zur vollautomatischen Identifikation des Inhalts einer Nachricht, sodass nicht nur wir als Menschen das
interpretieren können, sondern vor allem die IT-Systeme vollautomatisiert reingehen können und sagen können, ich erwarte jetzt folgenden Inhalt entlang meiner Prüfschablone. Und das gibt es in allen möglichen IT-Systemen. Das ist genau so organisiert, wie ich es beschrieben habe. Da wird dann eben im Regelfall vorher programmiert, was man jetzt als Felder in dieser Nachricht haben wird. Und dann wird es interpretiert und dann wird es in das IT-System reingeschrieben. Diese Änderungen, die jetzt wie in diesem Fall ja zum 1. April 2021 kommen, die verändern dann eben auch immer mal was. Dann gibt es vielleicht sogar neue Prüfidentifikatoren oder andere fallen weg. Und dementsprechend jetzt neue Nachrichten oder bestimmte Nachrichten werden nicht mehr verwendet. Oder der Inhalt von bestimmten Nachrichten wird auch anders strukturiert, sodass man jetzt eben sagen würde, bei der Prüfidentifikationsnummer 31001 für die Abschlagsrechnung würde ich jetzt ab dem bestimmten Datum der Änderung, ab dem 1.4.2021, eine andere Struktur erwarten müssen. Und das weiß ich eben auch. Nachrichten, die davor kamen, auf eine bestimmte Weise aufgebaut. Nachrichten, die danach kamen, auf eine andere Weise aufgebaut. Und so kann ich meine IT-Systeme entsprechend aufbereiten, dass sie das richtig interpretieren. Jetzt gibt es ja eine Änderungshistorie ganz am Ende dieser Dokumente. Also wir sind noch in der Anwendungsübersicht der Prüfidentifikatoren. Wir überspringen mal diese Tupel-Übersicht, weil die ist ja so selbsterklärend, wie das EDI @Energy ja mitgegeben hat. Ganz hinten in der Änderungshistorie können wir dann eben auch sehen, was sich hier genau getan hat. Und das Entscheidende, was jetzt aktuell natürlich ist, weil das erste sind vor allem Fehlerbehebungen, die ganz logisch passieren, weil es waren nun mal Fehler in Dokumenten, das sind vor allem redaktionelle Fehler oder leicht inhaltliche Fehler wie eine falsche Bezeichnung von einem Kapitel im Verweis auf GPKE oder was auch immer. Jetzt gibt es hier aber auch neue Sachen, die eben dem Markt zur Konsultation vorliegen und erstmal diskutiert werden müssen. Das sind dann zum Beispiel Änderungen, die auf den Anwendungshandbüchern im Sinne von Umsetzungsfragenkatalogen basieren. Kennt ihr bestimmt auch, haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht. Es gibt ja immer mal Praxisfragen, die gestellt werden können in Richtung vom BDW, Branchenverband oder eben anderen Stellen, wo dann eine offizielle Meldung kommt, okay, in einem bestimmten Szenario muss man auf eine bestimmte Weise reagieren. Und wenn dabei so Sachen bemerkt werden, die vorher nicht bedacht waren, dann müssen manchmal eben auch Datenformate geändert werden. Und auf dieser Grundlage gibt es hier eben auch ein paar Änderungen, die könnt ihr euch dann eben auch anschauen in dieser Änderungshistorie ganz am Ende des Dokuments, praktisch so auf Seiten 87 bis 90. Das sind die Änderungshistorien, wo eben zum Beispiel auch nur Umbenennungen gekommen sind an manchen Stellen. Statt GPKE wird es hier verwiesen auf den GPKE-Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation. Oder an anderer Stelle fallen tatsächlich ein paar Prüfidentifikatoren nämlich weg, weil diese Art von Nachrichten durch die Marco 2020 nicht mehr verwendet werden. Schaut euch das ruhig mal an. Wenn ihr damit zu tun habt, ist das ja durchaus relevant. Wenn nicht, naja, dann habt ihr jetzt in etwa ein Gefühl dafür, was Prüfidentifikatoren sind im Bereich von Edifact. Kann auch mal ganz interessant sein, zumindest wenn man halbwegs im Bereich von Datenaustausch oder eben auch IT-Programmierung für die IT-Systeme der Energiewirtschaft arbeitet. So, ich habe hoffentlich mal halbwegs klar gemacht, was so ein Prüfi ist und wie der eben angewendet wird und wie der sich so dann weiterentwickelt im Rahmen von der Interpretation durch das IT-System. Habt ihr Fragen dazu zum Prüfi, dann ruhig unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal. Hier ist nochmal das vorige Edifact-Video. Und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.